Dann legen wir los, oder? Gut. Herzlich willkommen zur 95. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Wie immer an den Mikrofonen der liebe Alexander. Hallo Alexander, sag hallo Alexander. Hallo Alexander. Nein, ich sag das mal hallo Clemens. Hallo Clemens. Und ich, der Clemens Alexander, hat es mir vorweggenommen. Hallo. Eine Woche ist vergangen, wir sind wieder da. Hurra. Ich glaube, ich nehme auch auf. Jetzt muss ich kurz kontrollieren, ob ich den richtigen Button gedrückt habe. Irgendwas sagt mir, dass es ganz okay ausschaut, aber 1,2 Megabyte, 1,3 Megabyte, okay. Also das Audio funktioniert dann doch. Ja. Dann haben wir eigentlich, nein, wir haben eigentlich jetzt nur unsere komische Begrüßung gehabt. Wir haben gesagt, dass die Folge genau die Begrüßung ist. Die obligatorische. Obligatorische Begrüßung. Dann muss er freundlich sein. Was hat. Mir ist leider was runtergefahren. Passt schon. Alexander ist offensichtlich nicht ganz bei der Sache. Nein, ich hab da leider so einen Schraubenzieher zum Rumspielen. Ein Fidget quasi. Nein, Fidget Spinner hätte ich sogar da. Ja, aber Fidget ist alles, was ablenkt. Alles, so, was ablenkt, ist sogar ein Fidget. Ich hätte sogar so einen Fidget Spinner. Ja, ich hab mal auch sowas gedruckt. Kurz einen Alex sagen. So. Da siehst du das? Ah, okay. Ja. Ich hab mir auch sowas gedruckt. So. Ja. So. Das kann man auch so. Das macht Geräusche. Ah ja, das ist praktisch. Das ist richtiger fürs Büro. Richtig. Genau. Mag die jeder. Ja. Genauso wie Menschen mit lauten mechanischen Tastaturen. Das sind auch äußerst beliebt. Werden aber interessanterweise immer mehr. Ja, das ist. Also vor allem gerade diese super clicky Keyboards. Mhm. Die sind sehr. Nachher gibt es noch Leute, die das als Ansporn nehmen, noch wieder in die Tasten zu hauen. Ich nehme an, du redest von ein paar Kolleginnen oder Kollegen in deinem Büro. Ja. Wobei ich ja sagen muss, in meinem Büro ist es angenehm ruhig, da passiert sowas nicht. Also in meinem Büroraum. Aber es gibt auch andere, die. Naja. Du sagst so, die fordern das Schicksal heraus. Die fordern das Schicksal heraus. Also das Gebäude erbebt unter deren Tastenanschlägen. Ja, also ich werde es nie verstehen, warum man diese Keyboards mag. Das erinnert mich so an die alten Schreibmaschinen. Mhm. Und ich habe die gehasst, weil das ist so schwer, die Tasten zu drücken. Ich verstehe das auch nicht. Was spricht gegen Tasten mit einem leichten und niedrigen Hub? Ich verstehe das nicht. Ich werde es einfach verstehen. Woher kommt der Wunsch, dass man Kraft aufwenden muss, um Tasten zu drücken? Ich meine, ich weiß es nicht. Gehen die alle klettern nebenbei, dass die das brauchen? Oder? Ja, ich weiß nicht. Ist es ein Fingerfertigkeitstraining oder was auch immer? Oder haben die ja so eine eingeschränkte Feinmotorik, dass sie es erst spüren, wenn sich die Taste um 5 cm senkt? Es gibt ein paar Leute, wo ich es verstehe. Ich meine, okay, du kannst nichts dafür, wenn du Hände wie Ziegelsteine hast. Ja, dann brauchst du so eine Taste. Es geht nicht anders. Aber da kannst du nichts dafür. Ja, eh. Natürlich nicht, aber ich kenne Menschen, die haben Hände wie Ziegelsteine und nutzen trotzdem relativ normale oder die nutzen normale mechanische Tastaturen und nicht so überlaute What the fuck mit so einem Hub. Yes. Ich meine, wenn man ein Workout braucht, kann man ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen, aber man muss sich ja nicht beim Arbeiten im Büro vollständig auspowern. Ja, oder sie arbeiten aktiv auf die Sehnenscheidenentzündung hin. Ja, oder? Na, ich. Dass sie sagen, das ist einmal 2 Wochen Krankenstand. Naja, gut, so kann man es ja sehen. Okay, ja, gut, E-Card-Urlaub, wie man in Österreich so schön sagt. Genau. Und E-Card ist unsere Gesundheitskarte. Gut. Genau.
kommen wir zum ersten Thema, nachdem wir diese ersten, nachdem wir schon die ersten Hörer und Hörerinnen verkrault haben, die auf mechanische Tastaturen stehen. Ja, es kann uns ja gern jemand irgendwo auf die ganzen Plattformen einen Kommentar schreiben, warum man das mag. Ja, genau, stimmt. Also erklärt uns, warum steht ihr auf Tastaturen, für die man eigentlich Sprengstoff braucht, um die Leertaste zu drücken. Ja. Wobei, eine Sache ist ziemlich cool. Ein Arbeitskollege von mir hat sich mit einem 3D-Drucker eine große Taste gedruckt. Die ist vielleicht, was wird die haben, 6x6 cm. Ja. 6x6 cm im Durch, also in der Seitenlänge und auch in der Kante, also eigentlich Kantenlänge, kannst du sagen. Und die ist angesteckt und die ist die F5-Taste. Der hat eine ausgedruckte F5-Taste. Ja. Es gibt, glaube ich, du kannst da so eine Stoffer-Enter-Taste bestellen, die ist riesengroß, dann kannst du draufhauen. Ja, genau. Und er hat eine F5-Taste. Was macht F5 nochmal? Neu laden, gell? Neu laden. Ja, genau. Ich meine, vielleicht in einem anderen Programm bei euch was anderes, das weiß ich nein, nicht. Nein, nein, ich glaube, das ist schon neu laden, ja. Also, keine Ahnung, was ihr für Programme verwendet bei der Arbeit. Ja, aber F5, glaube ich, ist standardmäßig, glaube ich, unter Windows immer neu laden und solche Sachen, oder? Normal, ja. Ja, normal. Normal, was ist denn im Chrome, ist das? Achso, unter macOS ist das ja wieder ganz anders. Command-R, aber unter Windows ist es immer F5. Ja, oder was unter Windows ja auch geht, ist STRG-SHIFT-R, das ist aber der Hard-Refresh, wo der Cache gleichzeitig gelöscht wird von der aktuell besuchten Seite. Okay. Unter macOS ist es Shift-Command-R. Das ist eigentlich meine bevorzugte Möglichkeit, um eine Seite neu zu laden. Unter Chrome. Mach das jetzt nicht mit StudiLink, bitte. Schon erledigt. Okay, danke. Kann ich mir vorstellen. Gut, dann kommen wir tatsächlich zu den Themen. Oh, du hast einen Kahlschlag. Ich habe einen Kahlschlag. Nein, das ist eigentlich jetzt ein Update zu einer Nachricht von früher, weil Dropbox hatte schon einmal im Frühjahr einen Teil seiner Mitarbeiter abgebaut, weil sie sich mehr auf KI, weil sie mehr auf KI setzen wollen. Nicht im Frühjahr, im Frühjahr 2023. Und jetzt hat Dropbox nochmal angekündigt, dass sie 500 Mitarbeiter und damit ein Fünftel ihrer gesamten Belegschaft entlassen. Mhm. Und interessanterweise zieht sich das jetzt ein bisschen durch alle Orten von Software, dass Softwareunternehmen auf Formel der Meinung sind, dass sie Manpower und Womanpower entlassen müssen. Mhm. Weil sie sich denken, und das komme ich dann im nächsten Artikel auch dazu, dass sich dieses geballte Wissen, das sie jetzt da freistellen, quasi mittels KI ersetzen können. Vielleicht nutze ich gleich den anderen Artikel, den ich da in der Liste habe, nämlich Google behauptet von sich, dass ein Viertel ihres Codes bereits von KI gecodet wird. Mhm. Jetzt ist es aus meiner Sicht ein bisschen so eine Sache, dass KI beim Entwickeln schon helfen kann. Aber ich würde eher KI nicht einsetzen beim Entwickeln, sondern KI einsetzen beim Prüfen von Code. Das wäre der sinnvollere Ansatz. Weil der KI erzeugte Code muss ja auch reviewed werden. Und das wird Google ja auch machen. Und du meinst Dropbox? Ja, ja, jetzt bin ich beim zweiten Artikel, nämlich Google. Ach so, okay. Ja, beim dritten Artikel, also dritten Artikel in der Liste, ja, genau. Ja. Google hat ja eben, wie gesagt, von sich behauptet, ein Viertel seines Codes wird mit KI gebaut. Ja. Was halt auch bedeutet, dass, ich glaube, da hat jemand die richtigen Worte dazu gefunden, die mir jetzt gerade fehlen, das zu
warte mal, ich werde gleich einfach das zitieren, wie er es geschrieben hat. Und das war auch genau mein erster Gedanke. Warte mal, Google, genau. More than a quarter of all new code at Google is generated by AI, then reviewed and accepted by engineers. Also die haben immer noch Techniker, also Entwickler, die den Code reviewen. Das muss man ja machen. Und der schreibt dazu, übrigens, falls jemandem nicht direkt klar ist, was für eine absurde Aussage das ist, Code Review ist viel aufwendiger als Code zu schreiben. Also Code Reviewen ist Aufwand. Beim Schreiben des Codes hast du ein mentales Modell, was zu tun ist. Beim Reviewen musst du den erst reverse engineeren. Google hat also hier nicht den teuren Teil optimiert, sondern den eh schon viel zu billigen Teil. Wie viel neuen Code produzieren wir, ist ja die falsche Metrik und zahlt jetzt viel mehr für Code Review, als sie für das Code Schreiben gezahlt hätten. Ja, ich glaube leider, dass wahrscheinlich Google auch, um die KI zu trainieren, das wahrscheinlich auch braucht. Ja, also falschen Code von Stack Overflow kopieren, so wie es Fefe da schön beschreibt. Jetzt muss man auch machen. das muss einer machen, sonst ist ja nicht drin. Ich tu mir da echt immer ein bisschen schwer, weil Review ist immer aufwendig. Ja, klar. Ich sehe das ja bei uns oder in anderen Unternehmen. Da gibt es Entwickler, die kommen rein ins Team, die dürfen erst einmal Code erstellen, bla bla bla, das wird dann reviewed, bevor überhaupt das einmal gemerged wird. Und das ist Aufwand. Jetzt spart sich Google da quasi die Entwickler, die Code schreiben, muss aber mehr Entwickler einstellen, um einen Code zu reviewen. Weil du musst ja erst verstehen, was macht die KI mit in dem Code. Ja, ja, sicher. Ich meine, das ist bei allem so. Ich meine, es ist ein Text schreiben geht schnell, Text verbessern und reviewen ist mühsam. Genau, das ist es. Ja. An Text von einer KI generieren zu lassen, das ist der Aufwand von ein paar Sekunden mit einem Prompt. Aber das nachher durchzulesen und auf Sinnhaftigkeit zu prüfen, auf Plausibilität und auch auf korrekte Art und Weise, wie der Text geschrieben ist. Also die wenn man redet, würde ich sagen, die Aussprache, Formulierung, das ist der Aufwand. Generiert ist der Scheiß gleich. Aber du musst richtig, das erst einmal reviewen. Schon, ja. Ja, schwierig. KI, schwierig. Immer schwierig. Gut, habe ich gleich zwei Themen mit deiner Klappe gemacht. Okay. Mhm. Du bist bei den News jetzt mit Gogoro. Ich fange mit Gogoro. Gogoro. Das ist, das Gogoro. Hat, glaube ich, in Taiwan angefangen. Das sind so diese elektrischen Roller, wo man so Wechselakkus hat und da gibt es so Ladestationen. Das heißt, du nimmst deine zwei Akkus dann aus dem Moped raus, steckst die da in die freien Steckplätze rein und dann zeigst du gleichzeitig an, du nimmst bitte die zwei vollen Akkus wieder raus und nachher kannst du die wieder ins Moped tun und weiterfahren. Und das machen alle so, die das System nutzen von Gogoro. Das heißt, die sind so häufig, diese Ladesäulen. Also das heißt, du brauchst das nie selber laden. Also hast du dein elektrisches Zweirad. Genau, nehmen wir das elektrisches Zweirad. Da hast du zwar so Battery Packs drinnen. Mhm. Dann, wenn du merkst, ja, jetzt wäre ich fertig. Ich glaube, da steht eh drin. Warte mal, was haben die Reichweite? Ich glaube, du hast halt so 50, 60, warte mal, wo haben sie denn das stehen? Gogoro Global Smart Vehicles Gogoro, was weiß ich, was nennen wir okay, das ist ein Hersteller übergreifend. Ja, ja, das ist halt Yamaha Hersteller. Und Suzuki haben das auf ihren Geräten, auf ihren Maschinen. Kannst du die Akkus nutzen? Ja.
also die, nicht nur die eigenen Gogoro Vehicles kann man nur nutzen, sondern auch Yamaha und Suzuki nutzen diese Packs. Die haben momentan in Taiwan 13.000 Battery Swapping Stations, ja, an 3.000 Locations. Achso, die haben momentan weltweit, okay, weltweit 3.000 Battery Swapping Stations, 3.000 Locations weltweit, okay. Ja, 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 die haben das alles. Wow. Vom Konzept her ist es ja cool, weil nichts ist einfacher als bei so einem E-Bike oder E-Roller einen Akku zu tauschen. Zack, außer nein, eine. Richtig. Und das ist das Konzept. Das sind halt auch so Roller, die von 50 km/h, weil in der Stadt ist das eh wurscht. Ja. Ja. Und mit dem kannst du dann quasi umfahren und hast halt immer dann einen frischen Akku zum Einstecken. Ja, und wenn er ausgeht, schaust du einfach, wo ist die nächste Station oder das. Und? Führt die Edo hin, zack, Akku tauschen, alten rein, und weiter. Okay, genau. Cool. Cooles Konzept. Warum gibt es sowas in Österreich? Ja, wurscht. Ja, sie wählen das eher weiter, halt, ja, auf, ja, Großstädte, glaube ich. Ja, ja, es natürlich. Es geht natürlich nur in Städten, aber ja. Ja, ja, sicher, sicher. Das ist, aber ich schaue da gerade, warte mal. Ja, da geht sogar einer, der hat sogar 162 Kilometer theoretische Reichweite. Was? Na, schau. So ein Roller. Achso, die Webseite, die habe ich schon aufgebaut. Gogoro Jego oder Jego. Smart Vehicles. Nein, es ist bei, ja genau, Smart Vehicles. Gogoro Jego. Ah, ja, so ein netter Roller. Schaut nett aus. This is red. This is yellow. This is blue. This is gray. This is white. Man kann sich die Farben schön konfigurieren. Nett. Was kostet sowas? Puh, ich habe keine Ahnung. Warte mal. Gogoro. Bei, kann man das kaufen? Gogoro Jego Price. Choose your right. Gogoro Jego. Dann habe ich Jego. Dual Battery. Okay. Ich finde da keinen Preis. Invest Relations, Go Share. Kann man die vielleicht nur mieten? The stylish Go starting at $760. Was? Features. Aber da kommt sicher irgendein Abo-Gebühr dazu. Warte mal. Comes with the starting. Okay, $760. A battery is Batterietauschplan mit $7 pro Monat, der ist für 1000 Kilometer Reichweite. Also, du musst den Batteryplan 36 Monate im Voraus zahlen, das heißt 252 dazu. Oh, das ist eigentlich relativ günstig. Mhm. Das ist eigentlich, das ist verdammt günstig. Und der hat einen Cupholder. China-Preise sind das, was ich da jetzt sehe. Die Preise für ein China. Okay, ein Cupholder. Ja, das brauchst du. Ah ja, fürs Bier. Okay, ja, stimmt. Ey, wo tust dein Latte to go sonst hin? Ja, genau. Ich meine, Aloha, also dein Matcha. Oder dein Chai Latte. Chai Latte, ja, genau. Auf das habe ich jetzt gewartet. Oder dein Pumpkin Spice Latte. Ja, bitte, danke. Halloween ist schon lang Weil, vorbei. Wie ihr wisst, der Clemens ist Pumpkin Spice Latte Fan. Mit extra grobe Kräusel oben drauf. Unbedingt, ja. Ich will nichts sagen, aber der ausgefallenste Kaffee, den ich trinke, ist ein Latte Macchiato. Nein, nein, der Clemens ist im Büro schon, deshalb hat er einen Kürbis auf seinem Schreibtisch stehen. Mhm, genau. Weil er ist immer der Erste, was ihn hat, und er hat jeden Tag einen dabei. Ja, immer. Ein Pumpkin Spice Latte. Immer. Okay. Du solltest das jetzt einfach mal machen. Nein. Ich meine, du nimmst einen Becher und du sagst, es ist ein Pumpkin Spice, du trinkst es aber nicht.
Was ist das? Du weißt nicht, was ein Pumpkin Spice Latte. Nein, es ist kein Latte, sondern ein Latte. Da wird er schlecht werden. So, Languages. Gibt's eh nur auf Englisch. The Pumpkin Spice Latte, Abkürzung PSL, wow, is a coffee drink made with a mix of traditional... With a mix of traditional fall spice flavors, cinnamon, nutmeg and clove. Nutmeg. Mhm. Ist die... Wie heißt der Schaster? Muskatnuss. Das ist was... Muskatnuss, danke. Ja, Muskat mag ich. Muskat ist geil. Dann bist du ein, das und Gewürznelken. Mag ich wieder nicht so gern. Steamed Milk, Espresso and then often Sugar. Mhm. Zucker habe ich schon so gern im Kaffee. Topped with whipped cream. Noch mehr Fett. And Pumpkin Pie Spice. Pumpkin Pie Spice. Das ist, Kürbiskuchengewürz. Mhm. Ja. The beverage is mostly commonly associated with Starbucks, which first offered drink in fall 2003. The popular flavor has inspired a wide range of product. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Die kotze schon, wenn ich das noch sehe. The pumpkin spice latte can also be made iced or as frappuccino. Das ist auch so ein Wort, was ich schon so gern hab. Upon request at Starbucks. Oh Gott, das ist so ekelhaft alles zusammen. War, ich meine, wer sich bei einem Starbucks was anders holt als ein Latte Macchiato oder einen schwarzen Kaffee, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Weißt du, was Starbucks richtig gut kann? Ein Americano. Sie können aber verdammt geilen Cold Brew Kaffee machen. Das muss die Starbucks echt lassen, das ist echt geil bei denen. Echt? Also der Standard Cold Brew, der ist echt gut. Ist da Zucker drin? Ist das wirklich nur... Nein, da kommt schwarzer Kaffee, fertig, mit Eiswürfeln noch drin. Okay, passt, super, lass sie durchgehen, wenn sie das machen, super. Sie haben ja noch einen Cold Brew Latte, okay, ja. Ja, lass mal noch durchgehen. Aber du kannst natürlich auch einen Toffee Nut Cream Cold Brew haben. Siege da gerade auf der Website. Ah, was? Ein Toffee Nut Cream Cold Brew. Sanfter, samtiger Starbucks Cold Brew mit einem Hauch Vanille gekrönt mit Toffee Nut Cream, Cold Foam und Toffee Nut Topping. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Gehen wir heute Mittagessen? Nein, ich habe schon mein Whatever Toffee-Dings gegessen, getrunken. Ja, das reicht. Na, herrlich. Ich sag alles. Mir ist alles, was über einen Espresso, einen Latte Macchiato oder über einen normalen schwarzen Kaffee hinausgeht. Bist du narrisch? Die haben Kaffee. Die haben Toffee Nut Latte, Gingerbread Latte, Caramel Waffle Latte, Iced Kaffee Latte, Flat White, okay, Ice Brown Sugar Oat Shaken Espresso, Caramel Waffle Cream Iced Latte, Iced Caramel Waffle Latte, Iced Gingerbread Latte, Iced Toffee Nut Latte. Was bist du neidisch, wenn du arbeiten musst, das musst du erst einmal alles hinbringen. Ne? Ah, ich würde ja da, wenn ich die Bestellung entgegennehmen muss, schon scheitern. Ekelhaft. Java Chip Frappuccino. Ein Frappuccino Blended Beverage. Also, Karamell Frappuccino, Cookies and Cream Frappuccino, Coffee Frappuccino, Strawberries and Cream Frappuccino. Was ist ein Frappuccino? Das ist ein Frappé. Was? Das ist wie so ein Ort, das ist dann, das ist so ähnlich wie ein Milchshake. Ah. Ja, Milchshake, Erdbeermilchshake mag ich, okay, ja, aber das war's. Und bitte ohne Zucker. Und Strawberries and Cream Frappuccino. Ja, ich weiß, aber ohne Zucker bitte. Das wird schlecht werden bei Starbucks. Ja, eben. Matcha Cream Frappuccino. Na bitte. Na, gehen wir wieder zu richtigen, wichtigen Sachen. Das ist. Also wir haben rausgehört, für den Clemens gibt es nur in Pumpkin Spice Latte. Das ist alles. Genau, das ist alles. Also der Rest ist für ihn.
Gut, ja, das war's zu Gogoro. Okay, passt. Nobel geht die Welt zugrunde, wollte ich gerade sagen. Also, wenn das nicht Dekadenz auf höchstem Niveau ist, dann weiß ich nicht, dieses Starbucks-Zeug. Sie haben eine Sache relativ gescheit gemacht. Sie verkaufen ja eigentlich Kaffee sekundär. Sie verkaufen ja eigentlich Lifestyle. Das auch. Sie verkaufen halt extrem viel Geschmackssorten. Ich will einen Kaffee, ich will nicht mehr, ich will nur einen Kaffee und das ohne Zucker und ohne Milch. Obwohl, wie schon gesagt, Starbucks hat guten Kaffee, ja. Ja. Also das muss man kann sein schon, lassen. Kann das schon sein, ja. Aber das andere sind Mahlzeiten. Ja, das andere sind vollwertige Tagesrationen an Kalorien. Aber zu Gogoro No, sie wählen... Gogoro No. Genau, Gogoro No. Gogo Gachetto, was weiß ich was. Gogo Gachetto Frappuccino. Ja. Sie wählen das in Bogota, Kolumbien, Singapur und Nepal soll es auch kommen. Und Santiago, Chile. Okay. Und in Indien und China. Die Philippinen gibt es das auch schon. Ja, und in China, was ich gesehen habe, ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema und diesmal geht es um AMD. Der Grafikkartenmarkt, das haben wir eh schon in der vorletzten Sendung eh gehabt, wo wir da die Steam-Hardware-Charts mal verglichen haben mit Intel, AMD und Nvidia. Und AMD ist schon ein bisschen halt abgehängt von Nvidia. Und jetzt ist von AMD auch offiziell bestätigt, dass Anfang 2025 die neue Architektur von AMD kommen wird, nämlich RDNA4. Also neue Architektur, ja. Stimmt so ja nicht, aber halt ein Update der Architektur mit neuen Grafikkarten für Anfang von 2025. Ich als mittlerweile Steam Deck Nerd freue mich, dass es ja dann möglicherweise vielleicht ja auch, wenn Valve Lust hat, dann vielleicht auch ein Steam Deck Update geben wird. Ich meine, es ist ja wurscht, selbst wenn es nicht das Steam Deck ist, es kann ja einen anderen Hersteller geben, der was Gutes macht. Das ist ja vollkommen nicht. Ja, ist okay, wenn es SteamOS kompatibel ist, bin ich. Genau, also wenn es irgendjemand bereit, macht, mir Alternativen anzuschauen, ja. Also gerne, also das kann leicht besser werden für alle. Ich muss ja dazu sagen, dass ich seit langem wieder mal ein Spiel entdeckt, wo ich mich das wirklich zock, um abzuschalten. Das ist No Man's Sky, das habe ich damals auf der PS4 Pro schon einmal gespielt. Und auf dem Steam Deck habe ich das läuft auf dem Steam Deck ganz gut. Ich habe es limitiert auf 40 Bilder pro Sekunde, habe hin und wieder schon eine Frame Drops oben Richtung 25, 30, aber nur, also beim normalen Spielen eh nicht. Also nur wenn ich mich von einer. Lass mich raten, das ist, wenn du in die Atmosphäre eines Planeten eintrittst. Erstens hast du einmal einen Hackler und wenn du das Portal verwendest, um die irgendwo hin zu beamen. Ja, okay. Genau, ja, okay. Aber sonst darf es eigentlich. Also du kennst No Man's Sky auch ganz gut, oder? Ich kenn's No Man's Sky. Ich hab das Spiel eigentlich gekauft, wie es neu rausgekommen ist. Damals war es schlecht. Ja, ja. Sie haben aber ordentlich nachgepatcht. Und es ist wirklich, also man muss mal vielleicht dazu sagen, No Man's Sky ist Minecraft im Weltraum. Ja, also das, was Ding gemacht hat, wie hat das von die Macher von Skyrim geheißen und Fallout, wie heißt das Studio nochmal? Bethesda? Bethesda hat ja auch das mit, wie hat das, sie wollten ja sowas ähnliches machen. Elder Scrolls Online? Nein, das was auch im Weltraum spielt. Starfield, ja. Starfield, ja. Aber Starfield ist ja ausgelegt als Singleplayer-Game. Ja, richtig, aber Starfield ist nicht gut. Ja, genau. Ja, und No Man's Sky ist grafisch halt jetzt nicht so mega Pracht oder sowas.
Und man kann es theoretisch auch Multiplayer spielen, man kann Multiplayer-Missionen machen, aber ich mache das ja nur Single. Du hast nicht wirklich ein klares Ziel, was. Also es gibt schon so eine Overall-Quest, die du machen kannst, aber mein Ding ist eigentlich, ich fliege dahin, ich tue Sachen abbauen, ich baue meine Basis, ich fliege zur Station, verkaufe meine Sachen, pimp mein Raumschiff. Es ist Hammer. Also Ja, es ist fast schon meditativ, wenn ich das spiele. Und ja. das Coole war, und ich hätte mir nie gedacht, dass ich sowas mache, ich lande da mit meinem klitzekleinen Raumschiff, das ich da am Anfang kriegst, auf einem Planeten und finde ein Wrack von einem größeren Raumschiff. Und ich denke mir, ja, schau, das hat Transport. Platz ohne Ende. Natürlich war aber alles kaputt. Ja. Also habe ich da einmal meine Basis gebaut, mein Haus gebaut, ein Portal gebaut und habe mal angefangen, die Ressourcen zu produzieren und zu finden, um das Raumschiff wieder auf Vordermann zu bringen. Ah, Und schön. ich glaube, allein dafür habe ich schon 4, 5 Stunden Zeit investiert. Ja. Ja, ich glaube, du musst jetzt dann aber trotzdem auch mit uns dann Sea of Thieves mitspielen. Na, Ja. weil? Weil es dir gefallen wird. Ist es auch so? Es wird dir gefallen, ja. Es ist halt in die andere Richtung. Du kannst halt viel Blödsinn machen. Ich will aber kein Blödsinn machen. Wohl, das Ich ist will super, glaub mir's. umfliegen, ich will Ja, Ruinen erforschen. da forschst halt mit einem Schiff um. Na. Ja. Ja, es Du ist. musst spiel einmal mit, es Mir wird wird dir leicht gefallen. seekrank. Na, das schaffst du schon. Das ist Na, online. na, 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 Also das wird einmal Zeit, dass du da mal mitmachst, weil dann können wir auch Vierer, dann können wir auch ein großes Schiff nehmen. Ja, und dann muss ich da Masten dingsen Du musst genau, das Schöne ist, du musst gar nichts tun. und Segel einholen und nachher muss ich da. Also wenn ich was anderes tun muss, wie im Weg stehen, dann ist es schon Nein, zu das viel. Einzige, was wir tun, ist mit den anderen Spielern trollen. Okay. Es ist eigentlich die Hauptaufgabe. Du musst andere Spieler, die was mühevoll sich einen Schatz erbeutet haben, das Leben schwer machen. Ja, das ist Sea of Thieves. Okay, gut. Also, du musst wirklich mal mitmachen, das wird dir gefallen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgedriftet. Also ursprünglich, AMD bringt neue Grafikkarten und ich freue mich drauf, wenn es vielleicht auf Steam Deck kommt, ein neues Steam Deck. Ja, okay, gut. Ja, das wäre ja nicht schlecht. Wird wahrscheinlich sündhaft teuer werden, aber okay. Ehrlich gesagt, mittlerweile ist das mein Main Gaming Device Nein, ich und meine, dass die neuen AMD-Grafikkarten auch wieder schweineteuer achso, werden. die generellen die Grafikkarten, ja, die werden nicht günstig sein, schätze ich. Ja. Da ist etwas, das hätte jetzt auch bei mir ein Lasepik sein können. Laserpeak. Und da sieht man wieder mal Milliardäre und ihre Spielzeuge, die sie sich kaufen. Und zwar Jeff Bezos hat ja irgendwann die Washington Post gekauft. Und die Washington Post hat eigentlich eine Tradition gehabt, dass so auf der Editorial Page war das so eine Wahlempfehlung, was die Zeitung halt abgegeben hat. Das haben sie immer gemacht. Also es war immer drin. Das ist anscheinend durch Jeff Bezos dann gecancelt worden, weil die Kamala Harris unterstützen wollten. Da sieht man wieder, was halt passiert, wenn sich Milliardäre so eine Sachen kaufen. Ja, aber offensichtlich hat er ja die richtige Entscheidung getroffen. Ja, für sich ja. Für sich ja. Okay, also. Ich meine, da gibt es so einen schönen Satz drin, das ist bei The Verge, die haben dann auch so unter der Hauptüberschrift noch eine Subunterschrift: Democracy dies in darkness. Ja, Mei, das wie stimmt schön schon, ist ja. das? Also, ja, Es also. ist generell ein Problem, wenn Menschen mit viel Geld sich auch noch Ja, im Medien. Endeffekt, du kannst da einfach Einfluss auf sehr viele Levels kaufen. Ja, und zwar auf Also, sehr viele Levels. ja. Und also Washington Post und alles, was dranhängt, hat Einfluss. Die haben ein gewisses Publikum. Und als Inhaber kannst du damit spielen. Ja, du kannst tun, was du willst damit. Aber da haben dann auch relativ viele ihr Abonnement gekündigt. Ja, und das habe ich gelesen. Es ist in die Hunderttausende gegangen, glaube ich, gell? Ja, das ist denn halt wurscht. Ich meine, das blockt den nicht. Der hat sich das Ding zum Spaß gekauft, Ja, sagen wir es, wie es ist. so wie Elon Musk Twitter. Ja, der hat es halt noch weiter in die Bedeutungslosigkeit versenkt, aber okay. Siehe Folge Ja. Techtelmechtel Ausgabe 93.
wo wir darauf eingegangen sind, dass selbst die EU-Kommission befindet, dass es bedeutungslos ist. das obsolet ist, Twitter, ja. Ja. Genau. X. Twixer. Twax. Ja. Twax. Gut. Dann haben wir das auch. Microsoft Recall. Oh nein, nicht das schon wieder. Ja, das, ich glaube, das ist jetzt nochmal verschoben worden. Ich glaube, das ist jetzt auch neu. Also es soll sich aber dann echt nicht so einfach deinstallieren lassen, wie sie das angekündigt haben. Also es gibt Das habe ich anscheinend auch noch keinen befürchtet. Das wird vollkommen sehr weit im Lös. Funktion Ja. verdrahtet, im System verdrahtet sein, ja. Also ja, das ist eigentlich auch wieder nicht das, was sie dann versprochen haben. Wenn wir nochmal erklären für die neu Man, hinzugekommenen Zuhörerinnen, sowas, was Microsoft Zuhörer Recall und sein sollte. Zuseherinnen und Zuseher, ja genau. Ja, Microsoft Recall ist eigentlich ein Feature, Dass sie das an dir sich ermöglicht. eigentlich eine Ja. nicht so schlechte Idee ist. Genau, das heißt, du nicht stellst da deine ganze Festplatte vor und jede Datei und alles, was da drauf ist, wird von Microsoft gecached, nennen wir es einfach so, Es oder wie man. hat alles Ja. eine Art History, so wie Ja, ein Time genau. Machine Backup auf dem Und du Mac. kannst jetzt suchen nach allen. Du kannst zum Beispiel einfach Olmhütte reinschreiben. Der findet dann Fotos, auch alle Dokumente, wo das drin ist, und der gibt da das dann nach bestem Ding und Gewissen hinter. Genau, auch was in der Vergangenheit war und du vielleicht Ja. sogar schon einmal gelöscht hast. Genau. Also das ist das Coole, dass du wirklich auch das verfolgen kannst, was weg ist schon. Ja. Und der speichert da ständig so Momentaufnahmen von allen ab. Genau, ja. Also das heißt, du kannst dann sogar, du findest, was dann am Desktop war vor 3 Wochen. Oder was du in deinem Browser geöffnet gehabt hast, weil so eine Art Screenshot macht davon. Genau. Also alles. Genau, und das alles ist ein bisschen das Problem. Und das Ja. alles ist die Sache, warum Microsoft gesagt hat, okay, es wird optional sein. Man kann, muss sich's aktivieren und das ist jetzt offensichtlich nicht so einfach möglich. Ja, es ist eh wieder verschoben worden, ist eh wurscht. Dann schauen Ja. wir mal, was dann als nächstes noch kommt. Ja. Ja, da steht Microsoft Recall Start erneut verschoben. Auf. Dass man mehr Zeit, also es sollte eigentlich im Oktober kommen, jetzt kommt es echt nicht. Also aber leider für Windows Insider, also Ja, wollten sie es okay, einmal. ja. Ja. Ekelhaft. 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 Gut, dann bin ich auch noch bei was mit Grafikkarten. Nvidia überlegt, die Fertigung von seinen Grafikkarten teilweise an Samsung zu verlegen. Weil Samsung ist zwar noch nicht so gut in der Produktion, sie haben hohe Fehlerraten. Aber sie haben günstigere Preise anscheinend. Sie haben aber nur, also von den 3 Nanometer Produkte sein rund 30% sein fehlerfrei. Wow. Ja. Also Was Nvidia will seine Kunden. Nvidia nachher aber als günstige Einsteigerkarten, Einsteigerchips verkaufen kann, wenn nur einfach nur ein paar Shader tot sind. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich weiß jetzt eigentlich, von welchem Modell wir da natürlich reden. Wenn das ist 5090, also sagen wir jetzt, gehen wir von der 90er-Serie aus, ob 5090, 4090 ist ja dann wurscht. Ja. Mein 3 Nanometer wird wahrscheinlich die 5090 sein. Ja. Ja, das wäre dann wurscht, weil das geht nur immer wahrscheinlich als 5060 zu verkaufen. Genau. Oder nachher machen sie halt Wenn da es. 5065 und da 5055, je Ja. nachdem, wie viel kaputt ist. Das war ja der, das war ja unter anderem ja auch der Schmäh, den AMD Anfang der 10er Jahr gemacht hat, als sie da die Bulldozer-Prozessoren ausgebracht haben, beziehungsweise
nicht nur die Bulldozer, ich glaube, das war schon vorher mit die Athlon, genau wo AMD ja auf die Multi-CPU-Prozessoren gesetzt hat, statt Hyper-Threading. Da hat es teilweise ja drei, man kennt es ja, ein Kernprozessor, zwei Kernprozessor, Genau, vier ja. Kernprozessor, sechs Kernprozessor, acht Kern, 12, 16. Und AMD hat teilweise ja, weil sie ja da, fehlerhafte Produktionen gehabt haben, wo also ein Quad-Core bei einem Quad-Core-Prozessor einer kaputt war, haben sie einfach einen Triple-Core verkauft. Du hast noch einen AMD Athlon 5500 Plus X3 haben können. Mit drei Kerne. Natürlich ist ja gut, Super. zweitverwerten. Warum nicht? Er ist ja nicht komplett defekt. Und den Teil Na, na, schaltet man eh, ab. aber das ist halt, ich meine, die haben ja so schon teilweise extrem komplizierte Produktpipelines, Ja. weil die Namen ergeben ja null Sinn bei denen. Und das wird halt dann nicht besser werden. Ich meine, ja, okay, Nvidia natürlich, ja, will die Kosten senken, leichter ein. Ja, klar. Ja, also die überlegen das. Ich meine, ob es dann kommt, ist andere Sache. Aber ich nehme an, Samsung wird da deshalb so günstig anbieten, weil sie wahrscheinlich einfach Erfahrung sammeln müssen. Ja, erstens für sich selber und zweitens generell, Ja, weil um es gegen TSMC zu konkurrieren. ja, also da kommt das halt dann ins Spiel. Ja, das ist die Überlegung. Okay. Dann hast du eh noch was von Nvidia noch. Dann sind wir nämlich jetzt nämlich schon bei den AI-Picks. Uiuiuiuiui. Du hast Warte nämlich mal, auch ah, Nvidia. falsche List, falsches Dokument. Ha. Du hast gar keinen AI-Pick. Na, ich hab diesmal gar keinen. Es hat sich jetzt zu viel Eieiei. getan in den letzten 7 Tagen. Meiner Meinung Also, nach. Also nichts, was ich Nvidia berichtenswert finde. hat ein eigenes KI-Modell jetzt anscheinend am Start. Es heißt Nemotron und soll anscheinend besser abschneiden im Vergleichstest als GPT-4o. Also LLM haben sie, okay. Ja, genau. Man macht natürlich Sinn für Nvidia. Ja. Man ist also das steht eben da in der vergangenen Woche hat Nvidia auf der französischen KI-Plattform Hugging Face ein neues KI-Modell hochgeladen, das als Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct bezeichnete Modell. Das heißt, es wird nicht mehr wird auf Llama aufbauen. Ja, man ist jetzt wahrscheinlich für Nvidia irgendwo naheliegend. Ja. Weil sie haben die Hardware natürlich. Und nur sie Im Moment ja. für Großabnehmer zumindest, ja. Ich meine, weil wir letztes Mal auch geredet haben, Qualcomm kennt da natürlich auch irgendwann ein Wörtchen mitreden. Aber ja, im Moment für die großen Dinge seien es einer der wenigen. Nemotron. Warum nicht gleich Optimus Prime? Der ist markenrechtlich geschützt. Ah. Na okay, dann ist Nemotron super. Dann ist Nemotron super. Okay, gut. Noch mehr KI. Du hast echt zugeschlagen bei den KI-Themen. Da habe ich kurz. Das aber kurz. Es gehen ein paar davon aus, also in speziellen Mark Gurman, ich weiß jetzt nicht, wer das ist überhaupt. Ja, das ist einer von den großen Apple-Berichterstatter. Der weiß Okay. alles. Okay, also der geht davon aus, dass Apple intern selber behauptet, sie seien bei KI 2 Jahre hinten aus. Ja. Ich würde sogar das sagen, das ist wahrscheinlich eher 4 Jahre. Na, vor 4 Jahren hat es keine KI gegeben. Aber 2 Jahre klingt für mich schlüssig, ja. Ja, also da, man, wir haben eh in der letzten Episode auch schon drüber geredet, weil ich das mit Microsoft angeführt habe im Vergleich. Ja, ich spring da jetzt gleich nochmal hin, weil Microsoft diese Agenten,
die kommen jetzt auch dann, die werden jetzt dann quasi freigeschalten, dass man die benutzen kann, diese Agents. Und da in den Artikel oder in den Blogbeitrag von Microsoft steht dann drinnen, Agents soll man sich so vorstellen wie die neuen Apps. Also das heißt, du kannst dir halt deine eigene App bauen für deine Anwendung dann. Ja. Kannst dann auch freigeben natürlich für andere. Aber das sind eigentlich dann Agents. Das heißt, du baust dir aufgrund deiner Daten deine Anwendung mit einem KI-Tool. Und das führt dann deine Tätigkeiten aus, die du von ihnen haben möchtest. Ja, und um da nochmal auf Apple Intelligence zurückzukommen, sowas erwarte ich mir dann zumindest in Ende 25, Anfang 26. Es wird wahrscheinlich mit dem Release von macOS mit dem zukünftigen Oktober 2026 werden. Sowas erwarte ich mir eigentlich von die Automaten, die man sich in macOS und in iOS konfigurieren kann. Also DOE schon sehr mächtig sein. Also ich bin da in letzter Zeit dazu übergangen, extrem viel zu automatisieren und zu machen. Du musst selber machen, du musst es selber bauen. Ja, bei den Agents musst du auch wissen, was du haben willst. Ja, klar, aber du redest ja mit denen. Ja. Ja. Das ist so wie bei OpenAI, wenn du dein GPT zusammenbaust, du erklärst ja, das ist für die meisten halt viel zugänglicher als das andere. Ach so, okay, das wär in dem Sinne nachher, funktioniert das so, also anstatt, dass ich mir da bei den Shortcuts einen Tanktracker zusammengeklickt habe, genau. den ich starte und der dann fragt, wie viel hast du getankt, was hat das gekostet, was ist der Kilometerstand. Und dann schreibt man es in der Tabelle. Und da würde ich sagen, ich will einen textbasierten Tankautomaten, der bei jedem Aufruf die aktuelle Tankvorgang in einer Excel-Tabelle ablegt. Genau, und dann kannst du sogar wahrscheinlich noch so weit gehen, dass du sagst, ja, mach mir da eine schöne Struktur dazu, mach mir das in Ordner, dass das schön gespeichert ist, mach mir da noch schöne Grafiken dazu und dann ist das, Microsoft kann das dann alles. Okay, ja, das ist schon cool. Und da muss ich sagen, das ist halt, ich weiß auch, warum Microsoft natürlich so dahinter ist, da, weil Microsoft hat natürlich das Smartphone verschlafen. Ja, gut. Und Microsoft will nicht nur einmal das nächste verschlafen. Ja, die verschlafen sie ja nicht, die sind ja da gut dabei. In dem Fall hat Apple alles verschlafen. Viel verschlafen. Ja, ich meine, sie haben eigentlich das Witzige, Siri gibt es wie lange schon? Ja, genau. Die haben ja Siri war eigentlich der erste Sprachassistent. Genau, ja. Und er hat nie richtig funktioniert. Gibt es jetzt seit, was war es, iPhone 7? Siri wurde am 4. Oktober 2011 von Apple vorgestellt. iPhone 4S. Ja, das gibt es seit 13 Jahren. Und das Ding ist verhältnismäßig nicht gescheit. Es ist verhältnismäßig nicht gescheit, ist ja noch extrem freundlich ausgedrückt. Das Ding ist einfach schlecht. Achso, du sagst jetzt fetzen Deppert. Ich beschimpf sie schon oft. Na, das tue ich prinzipiell nicht. Also ich beschimpf keinen KI-Agent oder kein Sprachassistent, weil der kann ja nichts dafür. Doch, ich beschimpfen. Ganz einfach, das ist einfach nur Frustabbau. Okay, ich hab nie wirklich einen Frust auf so ein KI-Tool oder so einen Sprachassistent. Aber bei Siri habe ich extrem viel Frust, weil die ich ist teilweise Siri wirklich nur dumm. Zum Beispiel, hey Siri, setz einen Timer auf 5 Minuten. Ja, weil mehr geht mit dem Scheiß nicht. Na, das geht. Ja, aber eben, das ist es. Aber mehr geht ja nicht. Ja. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, bei Siri was Kompliziertes zu fragen. Ich würde schon auf die Idee kommen, nur weiß ich, dass es nicht geht. Aber wo es geht, ist bei ChatGPT. Da geht's. Da geht's, also ja. Der ist echt cool. Der also funktioniert ja wirklich gut, ja. Ja. Ja, okay. Reinlabern macht Spaß. Mhm.
Ja, das ist das. Da haben wir die Microsoft Agents auch abgefrühstückt schon. Dann Canva kommt jetzt auch mit einer eigenen Bildgenerierung, also Text-to-Image-Generator. Canva oder Canva, Canva. Affinity? Na, Affinity kriegst ja wahrscheinlich, die kriegen ja mal diese Features über lokal, dass du so über die NPU das rechnen kannst. Natürlich, Bilderstellung ist da nicht mehr drin nachher. Warum nicht? Ich glaube, das braucht zu viel NPU-Leistung. Ja, aber Und du ich brauchst. mache mit Stable Diffusion auch Bilderstellung. Da muss ich halt einmal 40 Sekunden warten. Ich habe kein Problem damit. Ich will das lokal haben. Vielleicht kommst du Okay. dann. Die Frage ist natürlich, wo du bei Stable Diffusion die ganzen Datenbanken gespeichert hast, Ja, oder die lokal. ganzen Daten. Wie viel hat denn das Speicher? Momentan, ich glaube, ich habe zwei Models drinnen und ein paar Erweiterungen. Es wird sicher bei den 20 Gigabyte sein, alles zusammen. Das ist ja, das ist, man geht ja noch, ist ja eh gar nicht so schlimm. Ich weiß da, dieses Llama, dieses, wenn du bei Llama das lokal laufen lässt, das große Modell braucht relativ viel Platz. Okay, ja gut. Also ich weiß eben nicht, wie es ist, aber vielleicht kommt es dann. Ja. Man, nicht ausgeschlossen, Aber aber. was wird dann für Affinity kommen? So einfache Sachen wie Retusche im Hintergrund, löscht man Ja, da was weg. genau. Und das kommt und wird lokal gemacht. Das wird lokal gemacht, ja. Wo hast du dazu einen Artikel? Weil das ist etwas, was Sie ich. haben es bei der Qualcomm Snapdragon Ding, haben sie es, war Affinity da. Da haben sie es gesagt eben. Affinity Aber AI das Local. war, ja, gib einfach Affinity Qualcomm ein, dann soll es schon daherkommen. Ja, machen wir mal das. Why Affinity? Da, aha. Das ist schon eine ältere News. Na. Affinity Photo. Zum Beispiel da NPU powered Object Selection with Affinity Photo 2 having learned, bla bla bla. Affinity users are already the Affinity Photo, blah, blah, blah. Features like Object Selection and Subject Selection are now powered by AI Neural Networks running on the Snapdragon NPU. Ja, und eine Snapdragon NPU. Ja, okay. Dann Ja, hoffe ich, dass da das. bald die Version für Mac kommt, weil von der Leistung her ist da M2, M3, M4 und auch mal M1 eigentlich gut. Also das funktioniert. Warum? Ich will es haben. Ja, weil Apple 2 ja hinten nach ist, wie du gehört hast bei AI. Na, da geht es ja um Affinity. Ich will es in Affinity Photo am Mac haben. Ich weiß nicht, das ist immer so die Frage, wie großzügig ist ein Apple, dass auf die NPU zugreifen kannst. Wurscht, kannst du und das, was du willst. Okay, dann ist Funktioniert wurscht. mit jeder Stable Diffusion Anwendung, was ich bis jetzt verwendet habe. Ja, man. Ich weiß nicht, ob Affinity einen Deal mit Snapdragon hat. Ja, das ist meine Sorge. Dass ich mir irgendeine Crap-Hardware kaufen muss mit einem Crap-Betriebssystem, um etwas zu nutzen, was auf dem MacBook problemlos laufen wird. Ich meine, wir haben ja in der letzten Sendung gehabt, dass Affinity Pixelmator kaufen möchte. Ja. Ich meine, ich weiß es eben nicht. Apple Also, ich meine, will Pixelmator ja, kaufen. Apple will Pixelmator kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, Nein, das kann ich mir nicht aber. vorstellen. Die NPU ist einfach nur ein Teil Genau, des ja. Prozessors. Da hat jede App drauf Zugriff. Apple limitiert da genau nichts. Das Ja. einzige Limit ist die Temperatur. Und dann wird es langsamer, ganz einfach. Ich vermute. Ich meine, ich schätze mal, es wird sicher auf den Mac kommen, weil Affinity Wahrscheinlich, war sehr. ja, Affinity ist populär auf dem Mac. Und auf Also dem es wird schon iPad. kommen. Vielleicht starten sie mal zuerst mit Qualcomm Ja. und dann ein bisschen später kommt es am Mac, aber. Oder es kommt gleichzeitig, wer weiß. Ja, vielleicht.
Vielleicht haben sie ja exklusiv mit Qualcomm oder was auch immer, was mir jetzt ja nerven würde. Ja, aber schön, ich meine, wenn Qualcomm gut Geld zahlt, ja, nachher. Oder Microsoft hat gut Geld gezahlt. Ja, eben. Das ist es ja. Press Newsroom, warte mal. Also es gibt nichts. Ah, die haben aktuell nichts Neues, ja. Ich mache da während kurz weiter, weil das nächste Thema ist relativ kurz. Und zwar Meta hat mit Reuters eine Übereinkunft getroffen. Oh mein Gott. Dass in ihren AI-Chatbot, dass der quasi Reuters Reportings zitieren darf. Ah, okay. Ja. Ja. Also Meta geht da anscheinend ein bisschen einen anderen Weg als das andere machen. Und die sichern sich da eigentlich gleich mal die Rechte dazu. Das ist eh okay so. Okay. Mhm. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass Meta für Reuters über AI noch die Zusammenfassung nein. von Berichten schreibt. Das wäre schlimm. Du hättest ja sagen können, dass Meta will Reuters kaufen. Das wäre auch schlimm. Leisten könnten sie sich wahrscheinlich. Ja. Geht das so einfach, Reuters zu kaufen? Ich glaube, das ist eine Firma, oder? Ja, aber ich glaube, das ist eine Firma, wo alle staatlichen und nichtstaatlichen und was auch immer Nachrichten... Ich meine, Jeff Bezos hat die Washington Post gehabt. Ja, aber das ist ein Medium, aber Reuters ist eine Zusammenlegung so von mehreren News-Organisationen, oder? Na, du, gute Frage. Das ist jetzt mein Ding, weil ich glaube, da sind ja hunderte an Verlagen. Reuters ist eine internationale Nachrichtenagentur mit Sitz in London. Und eine der weltweit größten ihrer Art. Seit 2018 ist sie Bestandteil von Thomson Reuters. Ja, bla bla bla. Aha, Thomson Reuters, das ist neu, okay. Bla bla bla, Professional Vision, bla bla bla, bla bla bla. Besitzverhältnisse, aha. Die Aktien des Unternehmens sind 23 Milliarden Dollar, Stand 2012. Okay, das ist uralt. Also, du schaust so aus, ob man es kaufen könnte. Ja. Wenn du willst. Schnäppchen. Mhm. Okay. Also ich habe eher gedacht, dass es also, aber das stimmt gar nicht, weil Hauptkonkurrenten sind Bloomberg, Associated Press, Agence France Presse und Getty. Ein wichtiger Konkurrent in Deutschland ist die Deutsche Presseagentur. Ich hätte eher gedacht, dass Bloomberg, Deutsche Presseagentur, ABBA und so weiter alle quasi in Reuters drinnen sind und beteiligt sind. Aber offensichtlich ist das nicht. Also es ist eine Nachrichtenagentur, ja. Also ganz kaufen. Mit dem nächsten Euro-Millionen-Jackpot, wenn ich wieder anmache, dann kauf ich es, ja. Passt. Gut. Dann kommen wir zu den Autopicks, weil ich habe ja das letzte Mal ja keins gehabt. Jetzt habe ich wieder mal eins. Und da können wir wieder mal was aufgreifen, was wir ja schon lange nicht mehr besprochen haben. Nämlich das Auto dieses Haushaltsstaubsaugerherstellers. Der Xiaomi SU7 Ultra ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Und der hat drei Motoren drinnen. Mit einer Gesamtleistung von 1548 PS. Ja. Und beschleunigt von 0 auf 100 in 1,98 Sekunden. Ich habe gedacht, das geht schneller, wenn man so viel PS hat. Ich hab da gleich noch einen. Das ist schon richtig schnell. Ich hab da gleich noch einen anderen Link. Jetzt muss ich schauen, ob ich den finde, weil es gibt ein Video. Das können wir da auch gleich einmal in den Browser reinbrausen. Da gibt es nämlich ein Video, wie sie mit dem Auto eine Testfahrt auf dem Nürburgring machen. Und es schaut schon schnell aus. Erstens schnell und zweitens ist es angenehm, einmal so eine Onboard-Kamera zu haben und man hört eigentlich keine
Zehn-Zylinder-Motorengeräusche, sondern du hörst da richtig drin, wie alles arbeitet und knarzt und tut. Was man aber zusätzlich noch dazu sagen muss, bei dem Video ab 4 Minuten 18, und das passt wieder zu dem Xiaomi Staubsauger Hersteller Auto, ab 4 Minuten 18 nimmt das Auto auf einmal kein Power mehr an. Also da ist einmal kurz Ende Gelände Wird wahrscheinlich die Batterie zu warm worden sein. und er nimmt kein Gas mehr an und ein paar Sekunden später geht es wieder. Ja, das ist die Kühlphase wahrscheinlich. Er ist jetzt wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt, also Nürburgring-Runde zu fahren, aber ja, Ja, trotzdem. das haben aber E-Autos unter Volllast, das haben aber generell das Problem, dass das alles relativ heiß wird. Ja, aber ich habe gedacht, die E-Autos sind so auf, das gibt es ja in den Beschreibungen immer bei die KW, was sie haben. Maximale KW abrufbar für 15 Minuten oder sowas. Ich glaube, das ist immer Bezeichnung dabei, wie viele Minuten man Vollgas draufdrucken kann. Offensichtlich bei dem nicht mehr als vier. Ja gut, das ist aber extrem, gell? Das ist ein Extrembeispiel. Der ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Das, Aber also wie das. gesagt, bei dem Video ist vor allem auch wirklich bemerkenswert, was man da alles hört. Also das ist schon. Man hört wirklich. Ist. Keine Ahnung, ist Fahrwerk und alles. Man hört alles Turn und Knarzen, die Bremsen. Also es ist irgendwie spannend, aber auch beängstigend anzuschauen. Irgendwie hat man das Gefühl, das Auto zerbricht in jeder Sekunde in alle Einzelteile. Ach, so schnell geht's dann rein. Weil du das gerade, ich ziehe jetzt das eine Thema vor, und zwar Ford, also Ford in Amerika hat sich das, also und vor allem der Ford-Chef hat sich dieses, die haben sich diesen Xiaomi SU7 importiert. Und die sind schwerst begeistert von den Dingen. Also er sagt selber, er fährt es seit 6 Monaten und er möchte es nicht mehr hergeben. Also sie sind echt begeistert, was das Auto anscheinend kann. Spricht aber jetzt nicht für Ford, oder? Na, ich meine, gut, er ist zumindest ehrlich da. Ja, okay. Wo sagen muss, ja, okay, ich mein, wir haben es ja im letzten Mal eben geredet, es ist ja da das Qualcomm-Zeug alles drin. Mit den ganzen Tools und die ganzen Baukastensysteme, die Qualcomm da zur Verfügung hat. Ja, das ist, ich meine, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich bin nie drin gesessen in dem Auto. Man, okay, ich traue es Xiaomi zu, dass sie Auto bauen können. Wir haben es ja auch schon im Frühjahr und im Sommer angesprochen. Ich glaube, prinzipiell, ein E-Auto ist von der Komplexität einfach nicht mehr so schlimm wie ein Verbrennerauto. Ich glaube, Ja. jeder könnte prinzipiell ein E-Auto bauen. Ich glaube, ich Wenn du könnte ein E-Auto bauen. Na klar, du meinst, du kannst ja die meisten Komponenten kannst du Man kaufen. kriegt die Komponenten, Ja. man muss nicht Millionen in eine Motorenentwicklung stecken, man muss nicht Millionen in Getriebe und Kupplung investieren in die Entwicklung, man kriegt die Teile. Es Ich sind glaube, das Komplexeste Normteile, kann man nicht sagen, aber du kriegst, das ist Stangenware. ja. Das Komplexeste ist sicher die Karosserie Und die Software. und die Software und die Karosserie, wer sie da fertigt. Genau. Das Genau. ist, ich meine, das kann ich theoretisch kann ich zu Magna gehen. Genau, sowas kann man Das auslagern, das geht, ja, ja, klar. das Aber kannst du machen. Das aber der Rest, Motoren, Steuerungen, Vorwerk, Bremsen, also ich sage Bremsen gibt es Brembo, Motoren ja, gibt aber das ist eh Bosch, Elektromotor. genau, Ist eh ja, Elektromotor. Motoren gibt es Bosch, Ja. Akku gibt es BYD Ja. und ATL oder Nattel oder wie die heißen, also gibt's das kriegst. Karosserie, Verglasung, das ist abhängig vom Design, Auftragsarbeit, aber der Rest Ja, ist eh, das. Stangenware. Ja, eh. Lichter kriegst du von Philips, durch eine Hue-Birne eine oder sowas. Ahu, Jupi, eine Ahne. Eine. Genau, Ahne. Aber 100 Watt reicht. Rest,
Felgen, Gummi, das ist Stangenware. Und deswegen sage ich ja, ein E-Auto zu bauen, dafür brauchst du kein großes Know-how mehr heutzutage. Deswegen ist für mich immer noch das große Fragezeichen, warum sind die Teile einfach so verdammt teuer? Am Akku allein, die Ausrede lasse ich langsam nicht mehr gelten. Natürlich macht der einen großen Teil der Kosten aus, aber das lasse ich nicht mehr gelten. Naja, was ja jetzt witzig ist, ich habe es war das heute in der Zeitung oder gestern? Oder war das letzte Woche? Ich habe es vergessen. Es war irgendwann drin. Da war so eine Anzeige von VW drin. In ID3 gibt es jetzt ab 20.000 Euro. Mhm. Also sie geben halt sehr viel Rabatte drauf. Ja, jetzt gibt es den fast zu dem Preis, wie er momentan in China verkauft wird, wo es 15.000 Euro sind. Ja. Und dann muss ich sagen, ja, okay. Das ist halt dann auf einmal ein ganz anderes Angebot. Ja, ja, sicher. Und auf einmal wird es dann interessant. Übrigens in Österreich noch nicht. 35.000. Wohl, das war in Österreich mit 20. Das war wirklich, das ist in der Zeitung drin gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was es war, aber ich habe mir gedacht, na schau an, auf einmal geht's. Ja. Mhm. Gut, ich springe jetzt gleich weiter zum nächsten Thema. Und zwar Ford hat den Ford Mustang Mach-E. Sie haben dann jetzt auch 20, der kommt mit 2025 mit einem kleinen Update, das heißt, er kriegt eine Wärmepumpe, kriegt ein bisschen mehr Reichweite und so ein paar andere Optimierungen. Was ich da dazu sagen muss, ich sehe solche recht häufig mittlerweile, da fahren einige um. Ford Mustang mache ich? Ja, habe ich jetzt schon einige gesehen. Kann ich sogar nachvollziehen, das ist kein ganz unsinniges Auto. Ja, das stimmt. Ich finde ihn schon groß, aber er ist nicht so unsinnig suffig. SUV-mäßig. Ja, er geht halt mehr in so ein klassischen Ford Mustang-Ding hin. Ja, ja. Nein, der ist ganz okay. Also Ford ist da, auch der Innenraum ist relativ, es ist relativ gemütlich innen. Es ist jetzt kein super Sportwagen. Mhm. Und na, das schaut ganz so, ist okay. Mhm. Der kriegt ein Update. Der kriegt so ein, ja, wie nennt man das? Facelift, ohne wirklich face geliftet zu werden. Ja, ja. Er kriegt halt so ein paar Verbesserungen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich sehe von dir einige. Und es ist cool, der ist auch nicht so unsinnig teuer, was ich weiß. Weil Ford AT. Ich meine, neu ist das sicher nicht günstig. Ja, ja, neu. Ich mein, weil ich schaue jetzt da während, was er gebraucht kostet. Okay. Ja, also nein, ich meine nur, für ein Auto in der Größe finde ich den mit 45.690 Euro Einstiegspreis okay. Wie viel nochmal? 45.690 Euro. Ja, das ist okay. Ja. Das klingt, also ich kann mir den beim besten Willen niemals leisten. Du willst dann wahrscheinlich auch nicht um das Geld leisten. Das kommt ja dazu. Das kommt noch dazu, ja. Also jedes Auto über 30.000 Euro finde ich für meine Ansprüche zu viel. Ja, ich meine, ich habe den jetzt einmal mit, ich habe den jetzt sogar mal eingeben, wenn der einige Extras drinnen hat, also so wie Abstandstempomat, Spurhalteassistent etc., den kriegst du gebraucht schon. Puh, den kriegst du mit man, okay, wenn du jetzt das 2021 nimmst, kannst du ab 35.900 haben. Mhm. Gebraucht, ja. Hat er 50.000 Kilometer. Mhm. Wenn du sagst, ich zahle 39.900, dann hat er 25.000. Mhm. Ja, das seien ja dann sogar einer aus dem Jahr 2022 mit 39.400. Okay. Ach, schau, wird ja langsam. Wird langsam, dass die Autos gebraucht, wie das. Und der hätte sogar, der aus dem Jahr 2022 hätte sogar 4 Jahre Garantie insgesamt. Da bist du sogar noch in der Garantie drin. Ich hätte einen um 14.900, um 14.400. Der ist ein Totalschaden, ja.
Also ja, geht ja langsam. Mhm. Gut. Wobei für mich halt wieder das eine spielt, was brauche ich 351 PS? Ja, das ist eine andere Frage. Ja. Brauche ich nicht. Aus dem Alter bin ich ja raus. Ne, vor allem, es macht beim Elektroauto einfach keinen Sinn. Ein Elektroauto über 130 km/h zu bewegen, ist einfach komplett behämmert. Nein, die kmh ist mir eh wurscht. Ich finde es schon okay, dass man ein bisschen eine Leistung hat, um eine gewisse Elastizität zu haben beim Beschleunigen. Ja, aber nicht 350 PS. Ja. Genau. Das war mit 180 auch gewährleistet. Ja, genau. Das will ich da nicht sagen. Nein, und vor allem auch deshalb, du brauchst die Geschwindigkeit nicht, weil du raubst die Eli-Reichweite exorbitant. Genau, genau. Was natürlich schon stimmt, je größer der Motor dimensioniert ist von der maximalen Leistung, die er abgeben kann, desto besser kann er auch rekuperieren. Das stimmt schon. Ja. Aber in Summe brauchst du keinen. In Summe ist, würde ich so die Grenze ziehen bei 200 PS und dann würde ich sagen, das wäre so das vernünftige Mittelding an Leistung, die man abrufen will und Leistung für Rekuperation. Ja. Vor allem für was braucht ihr Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden? Wenn du ganz schnell bei 20 Autos vorbeifahren willst. Ja, aber hey, da druckt es mir in den Sitz ein, da wird mir ja schlecht. Ja, dir vielleicht. Ja, ich bin, ich weiß nicht, es ist ja sehr unangenehm. Ja. Yeah. Also ich finde, ich weiß nicht, ich muss ja nirgends, ich fahre ja da kein Rennen. Du nicht. Andere empfinden die Bundesstraße oder Autobahn immer noch als Rennstrecke. Wir sind ja in Österreich. Ja, klar, ich meine, das stimmt, aber ja, trotzdem, ich weiß nicht, für mich, ich brauche es nicht. Ja. Und dann noch was von Stellantis. Entschuldige. Dann noch was von Stellantis zum Schluss. Der Dodge Charger kommt 2026 mit Feststoffakku. Das ist wahrscheinlich dann eins der ersten Autos mit Feststoffakku. So, was ist jetzt ein Feststoffakku? Ein Feststoff. Ach so, es ist ein Elektroauto. Okay. Ich war jetzt auf alternativen Antriebsmodellen festem Wasserstoff oder was auch immer. Okay. Nein. Was ist ein Akku, der halt mit Feststofftechnologie funktioniert. Mhm. Und da hast du dann quasi für ein Drittel der Größe eines Lithium-Ionen-Akkus hast du auf einmal eine Reichweite von 600 Meilen. Oh. Was dann so 966 Kilometern entspricht. Oh. Fu. Das könnte die ganze Sache revolutionieren und beschleunigen, gell? Ja, es ist halt, seine drei Punkte, es ist eben technisch anspruchsvollste Massenproduktion, also die ist äußerst schwierig. Ja. Produktionskosten sind hoch. Ja. Und die Technologie muss sich halt dann erst im Alltag bewähren. Mhm. Dafür sprechen dann höhere Sicherheit, größere Energiedichte, schnellere Ladezeiten, erhöhte Reichweite. Okay. Ja, das ist dann das Nächste. Ja. Cool. Das wird interessant wieder. Ja, und da frage ich mich, eigentlich hätte sowas aber auch Porsche schon haben müssen. Ja, aber das ist VW-Konzern. Ja, aber ich denke mal, eigentlich wärt ihr prädestiniert, um da vorne dabei zu sein. Ja, wie gesagt, das ist VW-Konzern, der ist selten vorne dabei. Bitte tu dein Mikrofon ein bisschen anders positionieren. Man hört die Nase. 555 Nase. Ja, besser. Das war 555 Nase. Das war Otto der Film? Na?
555 Nase. Das war King of Queens. Ach ja, genau. Oh mein Gott. Der Afer. 555 Nase. Genau. Jerry Stiller. Er war lustig, ja. Okay, cool. Ja. Cool. Nun gut, dann kommen wir zu den Gadget Picks. Ja, wir haben ein Thema. Ja, du kannst einen riesengroßen Buzz Lightyear Roboter haben für $600. Was heißt riesengroßen Buzz Lightyear? Ja, wir haben ja schon öfter, wir haben den Optimus Prime schon einmal gehabt. Mhm. Du kennst ja nur diese Roboter-Dinger da. Mhm. Ja, jetzt kannst du einen Buzz Lightyear haben. Wie groß wird der? Ja, aber der ist ja nicht groß. Der ist ja nur so einen halben Meter. Ja, aber für Spielzeug groß, oder? Ach so, als Spielzeug. Ja. Ich hab mal den groß, lebensgroß. Na. Ah. Also der kann halt dann... Adam Savage ist da... Ach so, Tests. Reacts, okay. 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 Also, okay. Also für $600 ist er dein. Was kann der? Das gleiche wie die anderen Dinge. Der kann halt reden, der kann jetzt ein paar Befehle umsetzen. Mm. Das ist zu teuer für 600 Euro. Hm. Funny. Cool. Und tanzen kann er natürlich. Natürlich. Aber jeder Roboter kann tanzen. Außer die von Elon Musk, weil die werden ja ferngesteuert und können ja nur tanzen, wenn der arme indische Häftling, der das Gerät betreibt, ist, auch tanzt. Wahrscheinlich. Dann habe ich noch eine... Ja, eigentlich muss man sagen, das ist ja fast schon eine... hätte eigentlich für Halloween besser gepasst, aber ich weiß nicht, ich bin vor kurzem... Ich weiß nicht, kennst du die IT-Praxis, Dr. Bauer? Hat dir das davor schon was gesagt? Na, du hast das bei WhatsApp geschickt. Ja. Ich hab das absolut nicht lustig gefunden. Welches? Das Mexorzist oder alle? Ich kann mir das... Weißt du was, das ist für mich... ich weiß nicht, das ist so ein Level von Cringe. Nee, ich glaube, du bist einfach zu weit weg von der normalen Welt. Na, das ist mir zu cringe. Ja, oder du bist zu wenig nerdig. Na, weißt du was? Vielleicht ist es das, du bist zu wenig in dem IT im Office-Büroalltag. Ich habe alles verstanden da drinnen. Ja. Nur... Mich überzeugt die schauspielerische Leistung nicht. Ach so, okay. Die, ja. die holt mich einfach nicht ab. Okay. Da muss ich dazu stimmen. Es ist schlecht, ja. Die schauspielerische Leistung ist nicht gut. Ich glaube, das ist aber auch nicht der Anspruch. Nein. Das Problem ist aber, sie wählen es auf der einen Seite, ist es halt nicht so cringe, dass ich schon wieder lachen muss. Sondern es ist noch zu viel Ernsthaftigkeit drin, dass ich mir denke, ihr müsst das jetzt besser schauspielern. Okay. Das ist das Problem. Ich finde alles sonst okay, die Themen verstehe ich alle. Nur da ist irgendwas, das sie müssen es entweder, okay. Sie müssen es cringiger machen, ja. Oder sie müssen besser schauspielern. Aber vielleicht schaust du dann nachher nochmal so die anderen Videos an, die in dem Kanal haben, weil das der Mexorzist, also da geht's, da das ist die da nicht lachen Siri müssen. Ist böse. Ja, und ja, das ist quasi so ein Horror-Special. Es sind aber in dem Channel, und das ist offensichtlich eine deutsche Werbeagentur, was ja die haben das Motto, let's skip the blah, also man soll auf den Punkt kommen, und ich finde die Art und Weise, wie sie da jetzt Werbung machen, ziemlich cool, eben mit einem YouTube-Channel mit 119.000 Abonnenten, also die haben ein bisschen weniger wie mir, aber... Die Art und Weise, wie sie Werbung machen mit den Videos, finde ich schon ziemlich cool. Hey, bitte, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Wir haben 47 wieder. 47.
Echt? Ist wieder soweit? Ja. Einer Hallo? Mehr? Na, das können wir jetzt nicht vorstellen. Ja. 47. Einer mehr? Ja, das ist nicht schlecht. Okay. Also übrigens an alle, die das hören, sind auch nicht so viel, aber ihr könnt uns auch alle bei YouTube abonnieren. Ja, und an alle, die uns bei YouTube sehen, ihr könnt uns auch normal als richtigen Podcast abonnieren und bitte nicht bei Google Music, sondern bei Podcasts, Apple Podcasts, außer ihr wollt das Video, Spotify. Also, außer ihr wollt das Video sehen, dann ist Google Music ja, die einzige, oder YouTube Music oder YouTube die einzige Option. Ja, aber keiner will uns wirklich sehen. Ich weiß es nicht, anscheinend 47. Ja, ich weiß, ja. Ich verstehe es eh noch nicht. Jedenfalls. Ja, weil weißt du warum? Weil wir das Cringe-Level so tief haben, dass es wieder passt. Das stimmt dann wahrscheinlich wieder. Ja, jedenfalls ganz zurück zum Dr. Bauer. Oder? Praxis Dr. Bauer. IT-Praxis Dr. Bauer. Ich finde die Videos, also ich Staffel 3, Folge 3, Umstieg auf Mac. Ich habe bei dem Video so dazu gelacht, wie selten bei einem Video von einer deutschen, von einem deutschen Unternehmen. Muss ich schon sagen, es war gut getroffen, schauspielerisch, ja, aber das sind ja keine Schauspieler, das sind die Angestellten in dem Unternehmen, die da mitmachen. Ist mal als kleiner, weißt du, was mir doch fehlt, entweder sie müssen es auf Raumschiff Gamester Niveau runterbringen. Oh mein Gott, dann passt es wieder, dann kann ich es nehmen. Das ist etwas, was ich nie ausgehalten habe. Gibt's das noch? Na. Okay. Also ich meine, Raumschiff Gamester, das war so, da muss es wirklich, da muss ich auf das Level runter. Na, da habe ich mich so fremd geschämt, ich habe das nicht schauen können. Und da ist es so. Es ist auf der einen Seite, sage ich, ja, sie haben Themen, was ich verstehe und was, wo ich verstehe. Aber mir fehlt da eben so diese, das ist so irgendwas in der Mitte. Das ist für mich nicht... Es ist da zu wenig gut gemacht und andererseits zu wenig cringig. Ja, sie müssen sich, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe von seinen, aber sie müssten sich bei mir entscheiden, gehen sie in das richtige Cringe-Niveau oder sie erhöhen die schauspielerische Leistung etwas. Also wer wie ich, also wer im Gegensatz zum Alex und wie ich so mit der lauwarmen Mittellösung, mit dem lauwarmen Mittelweg zufrieden ist, der kann sich das gern anschauen und fühlt sich da sicher gut unterhalten. Vor allem der Dr. Bauer als IT-Admin des Unternehmens, der Mac host und extreme Probleme hat da mit seinen Kollegen, die offensichtlich teilweise dumm sind, den Support zu machen. Ich kann mich da sehr reinfühlen. Und ich hab da einen Kollegen, der vielleicht auch ein bisschen so in die Richtung so tickt. Also das deswegen, vielleicht ist es genau deswegen für mich so lustig. Ich soll es okay. Ich bin da, deshalb war meine Kritik relativ mild an der Sendung. Ja. Was aber auch vollkommen irrelevant ist. Also das spielt ja keine Rolle. Mhm. Der Erfolg gibt seinem Recht, es funktioniert. Ja. Wie schon gesagt, war mein Ding dazu. Also ich kann es mir nicht anschauen. Okay. Ich schaff's nicht. Trotzdem nochmal zurück, ich finde, dass das ein Marketingunternehmen ist, finde ich schon ein bisschen mutig, das so zu machen, wie sie es machen. Von dem her, die Webseite ist gut indiziert, okay. Indexiert mit Metainformationen. Nein, ich find's sehr mutig und einmal für ein Marketingunternehmen einmal komplett was anderes. Das ist so nach außen hin zu kommunizieren, was sie machen und wie sie intern arbeiten und so weiter. Also mutig und einmal was Neues. Gut. Na, Alex, gefallen mir so mit. Okay. Nein, es ist okay. Das ist halt nicht mein Geschmack. Also, ist halt so. Es gibt auch andere Dinge, die gefallen wahrscheinlich mir und dir dafür nicht. Oh ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, Eichhörnchen und Katzen kann ich nichts anfangen. Eichhörnchen sind die Besten. Ja. Ich meine, wie bist du ohne Chip and Chap aufgewachsen? Ich bin mit Chip and Chap aufgewachsen, aber das sind keine Eichhörnchen.
das sein Ding, Chip und Chap sein? Die Ritter des Rechts. Ja. Gut. Du, ich bin. Das sind zwar Erdhörnchen, stimmt. Erdhörnchen, ja. Das sind die Ritter des Rechts, ja, vollkommen korrekt. Also, wenn er jetzt noch mit Darkwing Duck kommst, dann können wir uns noch einmal eine Stunde Ja, unterhalten. Darkwing Duck ist Weltklasse, Ja, das ist eben. super. Also Darkwing Duck ist super, aber Enten sind auch super. Ja. Also Darkwing Duck ist, das ist ein Highlight gewesen. Ich bin der Staub, der dir ins Gesicht rumschwirrt. Herrlich. Das ist richtig gut. Da sollten es eigentlich einmal, da sollte die, Na, das, Core weißt du, Remaster, Core Remake. na, weißt du, was sie machen? Sie sollten eine Plus-18-Version einmal draus machen aus Darkwing Duck. Fuckwing Duck oder was meinst du jetzt? Nein, 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 einfach like, richtig düsterer Darkwing Duck, der total zynisch ist. Also, okay. Und untertags einen normalen Job hat. Okay. Der richtig frustrierend ist. Okay. Gut, so was ist das nächste Thema? Du kannst eigentlich das dein zweites gleich machen. Weil? Dann mache ich dann auch die nächsten zwei. Ja, was? Dann schauen wir gleich. Mir ist aufgefallen, ich hab Ding gar nicht aufgemacht. Wen? Slack. Ja, mach schon alles. Ah, hättest du was gesagt? Ich hab's wirklich. Ich Na, hab's. ich hab nicht gesehen, dass du nicht drin warst, aber stimmt eigentlich. Okay. Ja, wurscht. Ich hab's übersehen. Tut mir leid. Das zweite Spaßpick ist, das ist ein kurzer Leseartikel auf Science.org. Zum Alkoholkonsum im Tierreich. Und wir kennen ja die so Universum-Dokumentationen von irgendwelchen Affen, die sich mit vergorenen Früchten besoffen machen. Ja. Und ich glaube, das so was Ähnliches gibt es auch für Elefanten oder sowas. Jedenfalls ein Forschungsteam ist jetzt draufgekommen und bitte lest euch den gesamten Artikel. Ich bringe jetzt nichts, wenn ich den für euch zusammenfasse. Aber ein Forschungsteam ist draufgekommen, dass das gar nicht einmal so selten ist und häufiger verbreitet ist als bisher angenommen, dass Tiere das absichtlich nutzen, einfach um betrunken zu werden, also so wie Menschen. Manche nutzen Alkohol für medizinische Zwecke, was ich schon einmal allein für sich einmal bemerkenswert finde, aber auch zum Socializen. Betrinken sie sich. Also, Menschen sind auch nur Spannend. Tiere. Oder Tiere sind auch nur Menschen. Keine Ahnung, wie man es Tiere sehen will. sind auch nur Menschen. Genau. Da gibt es was. Ja. Es geht sogar bis oben zu den Fruchtfliegen. Verschmähte Fruchtfliegenmännchen betrinken sich mit Alkohol. Ja. Ja, okay. Interessant. Interessant, was nicht alles gibt. Dann noch als letztes, was war das? Warum habe ich das als Spaßpick eingetan? Ah. Huawei sagt jetzt endgültig Ade zu Android und jetzt ist Harmony OS da. Ja. Also es gibt jetzt quasi, ich meine, es hat schon länger auf Huawei-Geräten nicht mehr gegeben, aber jetzt hat Huawei setzt jetzt komplett auf Harmony OS. Ja, ist Harmony OS nicht Android? Na. Es wird wahrscheinlich auf dem grundlegenden Kernel aufbauen, nehme ich an. Okay. Aber ich weiß es nicht, es gibt keine Info, glaube ich, drüber. Aha. Oh, wir können ja mal nachschauen. Harmony OS. Harmony OS. Ja, gut, es wird Linux wird sein. Ja gut, es ist so, dadurch, dass Android Open Source Project zu einem Großteil von Google stammt, unterliege auch dieses laut dem Handelsjuristen Kevin Wolter den US-Handelsvorschriften. Das heißt, man müssen es eigentlich was Eigenes entwickelt haben.
OS Family, Open Harmony oder RTOS. Also, und Open Harmony ist ein Wow. Multi-Kernel Kernel Subsystem with Linux Kernel and LightOS. Okay, ja, es ist schon ein Linux-basierendes OS. Puh, aber das ist mühsam, wenn das alles entwickeln muss. Ja, okay, du hast schon mal einen Linux-Kernel. Das heißt, du hast schon einmal Treiber für viele Sachen. Und dann popst halt extrem viel Software drauf, die bei Android ja schon dabei ist. Ja, okay. Das fängt ja schon an, du musst ja eine Telefon-App entwickeln. Das fängt schon mal an, du musst ein Telefonbuch entwickeln. Das fängt Ja, schon mal an, eh. du musst deine die Treiber von deinen Zulieferern mit einbauen. Okay, das haben sie davor schon müssen. Das heißt, du musst Puh, das ist ein grundlegend mühsamer einmal alles Part. bauen. Ja, okay, cool, interessant. Ich meine, das ist eh vorwiegend in China dann in Einsatz. Ja. Also das wird's, glaube ich, also es gibt's anscheinend eh nur in China. Also das wird's nie zu uns schaffen. Wie kämen die Harmony-Geräte für Europa noch hinaus? Also die Huawei-Geräte für Europa? Ich glaube gar nicht. Gar nicht? Na, wo kriegst du nur Huawei zu kaufen? Gibt's Huawei überhaupt nicht mehr? Ist das komplett außergefallen? Also ehrlich gesagt, die USA kann mit China schon gut und gerne mal ein Problemchen haben, aber Europa müsste langsam mal ein bisschen aufhören, so den Steigbügelhalter zu spielen für die Chinesen, weil ich sage ja nichts, aber die Sendemasten und die Anlagen, die Infrastruktur für 4G, 5G holen wir uns ab bei Huawei. Nicht Ja, alles. das ist, ich meine, das hat Amerika aufgehört. Das hat Amerika aufgehört. In Europa machen sie es, also sollen sie es mit den Handys einmal gefälligst wieder mal zurückgehen, weil prinzipiell waren das, also wir haben im Haushalt einmal zwei, drei so eine Huawei oder zwei Huawei-Geräte gehabt, die waren preis-leistungsmäßig gut. Sagen wir so. Ab Also 2024, na, es gibt das Huawei Nova 12i. Das hat Android. was hat denn das für. Android Wie 14 geht ab denn das? Werk. Ja, aber Android. Hä, wie geht denn das? Und ist Huawei Pura 70, das ist so Warte mal. Wie soll denn High-End. das gehen? Die haben ja normal, die kriegen ja keinen Zugang mehr, oder? Ja, aber Oder ist es nur der Play Store? Betriebssystem Android 14 ab Werk. Das heißt, ich schätze, Oder seien es nur die Google Services? Android 14 ab Werk oder Android 12 ab Werk. Ja, heißt das ja, du hast einen Play Store automatisch? Achso, das kann sein, dass sie es nicht drauf haben. Die haben noch Ja. ihren eigenen Store noch drauf. Das stimmt, das kann sein, ja. Ja. Das Ah, wird das, ja, sein. da steht da, entdecke die App Gallery. Okay, Ja, genau. wahrscheinlich Einen haben sie, ja, eigenen dann Store ist haben es sie der. drauf, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Das wird sein, ja. Ja, und ein Play Store kann man sich hier dann dazu kaufen. In der App Gallery. Ja, da kann man sich ja Sideload drauf installieren, inklusive die Google Services, das geht ja. Kann man machen, ja. Ja. Ja, aber ich meine, ich glaube, es ist das so, wenn du ein günstiges Smartphone willst, kannst du ja zu einem anderen Hersteller wechseln. Also, und das in die Mitte ist eh ausgestorben, die gibt es eh nicht mehr. Es gibt eh immer super günstig oder High-End-Gerät. Und wenn was in der Mittelklasse willst, kaufst du das High-End-Gerät vom letzten Jahr. Ja. Also bei Android ist einfach, kauf ein Google Pixel oder irgendwas von Samsung High-End und sonst das Modell vom Vorjahr und sonst kauf ein OnePlus. Ja. Um 150 Euro. Gut. Gut. Dann hast du noch. Dann noch eine Sache. Ich muss nur immer darüber lachen, dass Apple wirklich wieder den Charging Port bei der Apple Maus jetzt mit USB-C unten gemacht hat. Das ist für mich,
meine, das Ding ist so schon, ich meine, ich weiß zwar, du magst das Ding, das ist so schon eine ja, Ergonomie. Ja, das braucht man nicht wieder aufmachen. Weil ich glaube, das kommt in jeder zweiten Folge vor. Das sollte in jeder Folge erwähnen. Du kannst es gerne erwähnen, nur... Das ist mal wichtig. Ich möchte, dass das verändert wird. Du musst es nicht kaufen. Nein, ich kaufe es eh nicht. Ich meine, warum soll ich eine Maus kaufen, wo der Ladeport unten ist? Ja, ja. Also... Verstehe. Vor allem, ich verstehe ja eins nicht. Ich hätt ja eine Sache noch verstanden, wenn sie ihren... wie heißt es denn, den komischen Charger für die Apple Watch verwendet hätten, das ist zum Aufladen, ja, ja, induktive Ladung. Ich habe mal einen Mauskopf vor, das sind, lass es 12, 13 Jahre sein, von A4Tech oder wie die Firma heißt, die hat ich war mal so eine gehabt, induktive die Maus, cool. Ja. Ja, die war nicht, die war nicht cool, die war, weißt du, was ich von der gekriegt habe? Weißt du, was ich gehabt habe wegen der Maus? Sehnenscheidenentzündung? Genau. Ja, deshalb habe ich ja Logitech. Ja. Das war aber die erste, Mäuse, ich weiß, die einzige Maus, Maus der Sehnenscheidenentzündung kriegt. Maus ist super schwierig. Ja, Maus ist schwierig. Maus ist schwierig. Da musst du die kaufen, die zu deiner Hand irgendwie passt. Genau. Also, wenn ihr, ich glaube in der letzten Folge haben wir geredet, dass du Fummelstummel hast, oder? Genau, also wenn ihr Fummelstummel habt, Apple-Maus... Wenn ihr normale, sanfte, weiche Hände habt, die sehr sensibel sein, kannst du was anderes. Na, weil ich gerade die Preise von der Magic Mouse anschaue, ich verstehe nur eine Sache nicht. Warum die so teuer ist, ja. Nein, warum die so teuer ist, verstehe ich schon. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das simpelste Stück Hardware, was man da hat, wegen der Multitouch-Oberfläche. Alter, die kostet 119 nein, Euro noch immer. Nimm die weiße und jetzt schau auf den Preis, was sich da ändert. Die sind die blöd. Ja, das ist genau das, was ich nicht verstehe. Die schwarze kostet 119 Euro. Die weiße 85. Ja gut, sie wissen wahrscheinlich, dass die meisten das in Dunkel haben wollen und deshalb verlangen sie extra. Nee, ich habe sie in Weiß und in Schwarz. Wie manch in Weiß und in Schwarz? Ich habe einmal die Schwarze da und einmal die Weiße im Büro. Warum hast du zwei? Ja, weil ich im Büro auch eine Maus brauche und die nimm nicht meine private von daheim. Jetzt mal warum hast du daheim eine Schwarze? Weil mein Magic Keyboard schwarz ist. Du hast 119 Euro gezahlt dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt neu gekauft habe. Ich glaube, die habe ich gebraucht gekauft. Okay, weil... Von jemandem, der draufgekommen ist, dass er keine Fummelstummel hat. Das wird viele mit der Maus so gehen. das würden wir im Traum nicht einleiten, für eine schwarze Farbe fast 50 Euro mehr zu zahlen. Na, 40, Entschuldige. Also, das ist ja behämmert. Ich verstehe überhaupt nicht mehr. Also, das ist ja der größte Witz, den es gibt. Ich verstehe den Preis. Der Preisunterschied leuchtet mir nicht ein. Was jetzt witzig ist, das Magic Trackpad kostet weiß 139, schwarz 169. Ich finde ja das schon zu viel. Was da Aufpreis ist. Warte mal, schauen wir mal Magic Keyboard, das würde mich noch interessieren. Magic Keyboard mit Touch 20 ID. Euro. 199 zu 229. Ja, 30 okay. Euro. Offensichtlich ist der Bedarf noch die dunklen Sachen da und deswegen teurer. Ja. Aber du siehst, bei Apple hättest nicht bei Apple, aber du siehst das, wenn er jetzt so bei Geizhals oder in diversen Shops schaust, das neue Dark, also die neue dunkle Farbe beim MacBook Pro ist immer etwas teurer als Space Gray oder die Silber-Version. Was aber witzig ist, ich finde die hellere Farbe bei den Geräten eigentlich hässlicher. Welche die hellere? Also das Space Gray, nein, oder? Ich finde die dunklere finde ich immer hässlicher. Ich bevorzuge die helle Variante. Ja, mir gefällt das neue Dunkle schon ganz gut.
Aber na, das ist generell einfach, aber man kommt halt wieder zurück zu den Notebooks, wie sie früher waren, nämlich schwarze Ziegelsteiner. Was mir da besser gefällt, ist das, was sie beim R haben, dass es wirklich so in Mitternacht dann nimmst. Mitternachtsblau, ja. Ja, das dann, gut dann aus. sag ich, wenn gleich richtig dunkel, aber so ein Bläulich. dunkles, ja, so bläulich, ja, so dunkel. Aber sonst bin ich beim klassischen Silber, wo ich mir denke, das ist eigentlich die, ich finde das eine schöne Farbe, Ja. ich weiß nicht warum. Also dunkel finde ich, ich weiß nicht, das ist so, das macht mich so depressiv, das dunkle Grau. Nein, mir, also Arbeitskolleg hat 14er in dem Dunkel, 14er Pro ein neues in dem Dunklen und ich finde es optisch schön. Es schaut schön aus. Aber Nein, ich weiß aber vielleicht einfach deswegen, weil es nicht wirklich schwarz ist. Es ist einfach noch einmal ein spurdunkleres Grau als das Space Also Gray. ich habe mir damals, wie ich meins gekauft habe, bin ich wirklich ins Geschäft zuerst gegangen und habe mir geschaut, wie schaut denn das aus. Und ich habe dann beide nebeneinander gehabt und das Dunkle war mir einfach zu dunkel. Ich weiß, vielleicht bin ich es auch einfach gewohnt, ich weiß es nicht, aber das hat mir, da habe ich mir gedacht, boah, zum Glück bin ich nochmal ins Geschäft gegangen und habe mir das angeschaut, weil ich wollte zuerst das Dunkle bestellen. Okay, ja. Und da habe ich mir gedacht, boah, zum Glück nicht. Nun gut, zum Glück nicht. Wir sind am Zum Ende Glück der ist die Sendung Sendung. vorbei. Zum Glück ist die Sendung vorbei, ja. Wie lange haben wir ihn aufgenommen? Video, Roh 1,41, Audio wird sich auch ungefähr in 1,41 anpassen. Weißt du, was ich immer gedacht habe? Wir haben das mal eine Stunde geschafft. Ja, genau. Wir kennen das anscheinend nicht. Nein, wir kennen das offensichtlich nicht. Ne? Also, ich glaube, wir machen in Zukunft so einen Hardtimer, was einen riesen Krach macht und dann beenden wir die Sendung. Das habe ich ja durchaus schon einmal vorgeschlagen. Ja, kann man nicht machen, da wecken mir immer jemand dann aus dem Schlaf auf. Ja, stimmt, ja. Das haben wir übrigens auch nicht mehr gemacht. Apropos, aufstehen! Eben, dass das nochmal Tradition hat. Ja, dass es Tradition hat. Wir müssen diese Schlafmützen auch mal wecken. Okay, wir sind nicht zum Einschlafen, gell? Also das will ich mal so nebenbei sagen. Das ist nichts zum Einschlafen. Das ist eher was zum aktiv Zuhören. Ah, das ist, ich habe den nächsten Titel für die nächste Folge, das Snooze-Button unter dem Podcast. Ja. Okay. Nun gut, dann bedanken wir uns einmal mehr bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuseherinnen und Zusehern auf YouTube und sagen... Ja, abonniert uns auf YouTube einfach. Ja, und danke. Empfehlt uns weiter, danke. Ja, das ist mir wurscht, aber könnt ihr auch machen. Wäre nicht schlecht. Das, nur das bringt die Seherzahl noch und Hörerzahl noch oben. Nach unten. Und dann wieder nach unten, nachdem sie genau. Ein, zwei Folgen gehört haben und sich denken, die reden jedes Mal den gleichen Scheiß. Ja. Der Clemens schimpft über VW und Windows und der Alex lässt sich jedes Mal aus, wie sinnlos diese Apple-Maus ist und er beim Zuschauen schon Sehnenscheidenentzündung bekommt. Nein, weißt du, mir faulen die Finger ja, ab schon okay. Beim Zuschauen von der Maus. Na gut, dann passt. War's das für heute und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao. Stopp. Ja. So, dann kann ich per Skype gleich auflegen.